Hoffnung auf Aufklärung. Im Fall der vor 13 Jahren verschwundenen Maddie gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des dreijährigen britischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage in Praia da Luz in Portugal ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Mordes. Dem können Sie entnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der zeitweise regelmäßig im Süden Portugals gelebt haben soll. Dort soll er Gelegenheitsjobs gehabt haben, etwa in der Gastronomie. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass er seinen Lebensunterhalt auch durch Einbrüche in Hotelanlagen und Ferienwohnungen sowie mit Drogenhandel bestritt. Er verbüßt derzeit eine längere Haftstrafe in einer anderen Sache. Die Einleitung der Mordermittlungen macht Maddies Eltern Hoffnung, endlich die Wahrheit über das Schicksal ihrer Tochter zu erfahren. Zwar haben sie die Hoffnung, Madeleine lebendig zu finden, nicht aufgegeben, doch sie seien realistisch.